Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Fahrt hier in TS Classic. Der Wetterbericht sagt heute, es gibt Dieselgewitter, denn wir sind heute mit der 232 unterwegs oder auch der Ludmilla mit einem Kesselzug. Ich würde sagen, wir gehen raus aus der Pause, damit wir gleich den Sound hören. Ah, schön. Und wir sind auf der Allgäubahn Regenerated. So, dann machen wir hier mal alles bereit. Kurz das Licht hier an. Wir werden mal die PCB mit anmachen. Und muss ich mal kurz schauen. Ich glaube mit Steuerung. Zugart Mittel. Nein, wir brauchen die untere Zugart. Möchtest du bitte wechseln? Yes. Das müsste jetzt die untere Zugart sein. SIFA bleibt aus. Und ich hätte gern die elektrodynamische Bremse mit an. Fahrt machen wir auch mit an. Ja, das kann eigentlich erstmal soweit bleiben. Dann werden wir abfahrbereit. Ich glaube, wir warten hier noch einen Zug, der hier reinfahren soll. Können wir eigentlich jetzt unseren Verband mal kurz anschauen. Er ist nicht allzu lange. Aber explosiv. Und das ist eine wirklich schöne Strecke. Wenn wir uns mal ganz kurz in die Aufgaben mal reingucken, was wir da so alles haben. Da müssen wir hier ein Camp-Abstellgleis anhalten. Da müssen wir noch die Wagen da lassen und wir selber müssen uns dann woanders hinstellen. VMAX 80. Wird also nicht sehr schnell. Was kommt denn da entgegen? Moin, Kollege! Mensch, das ist aber eine flotte Einfahrt. Na, kein Sandwich. Haben wir Steuerwagen. Schauen wir uns doch mal auf der Karte ganz kurz an. Wir sind da. Und fahren nach da oben. Da kommt doch was. Oh! Doppel 218. Mit Schweizer Wagen. Würden die hier wirklich fahren? Keine Ahnung, wo die SPB so alle hinfährt. Oh, hier gehen wir mal ein bisschen raus. Oh, da fährt jetzt bestimmt dahin, wohin wir müssen, oder? Ja, selbstverständlich. Aber ihr seht, auf der Strecke kann man ganz gut Spaß haben. In dem kleinen Dreieck hier. Ja, dann warten wir, bis der weg ist. Ja, da kommt ja noch was. Mensch, ganz schön was los hier. Der fährt noch nicht einsteigen. Da fahren irgendwie alle Züge hin. So, grün. Wunderbar. Ein bisschen lösen. Und los geht's. Der Sound, der jetzt gleich kommt, der ist einfach genial. Oh, das klingt so cool. Ich glaube, das ist eines der geilsten Diesel-Sounds überhaupt in TS Classic. Was ist das eigentlich für eine Anzeige? V0 km/h. Also die Überwachung. Oder? Müsstet ihr nicht auf 100 drauf gehen? Ich dachte, die untere Zugart ist maximal 105. Warum ist der 55 jetzt? Ein-, zweimal habe ich den echt gesehen. Schöne Lok, geiler Sound. Ich glaube, bei der DB gibt es keine Lok, die irgendwie lauter ist als diese Ludmilla. Und wenn doch, dann schreibt es mir in die Kommentare, welche Lok bei der DB noch lauter ist als die Ludmilla.
mich irritiert das jetzt wirklich mit der 55. Schauen wir, was passiert, wenn ich schneller fahre. Oh, die Beleuchtung mehr hier raus. Bisschen dunkel hier drin. Oh oh. Da sind wir durchgedreht. Nicht so geil. Mein Kollege von der ÖBB. Nicht ganz so umweltfreundlich. Aber Spaß macht es trotzdem. So, jetzt sind wir da gleich bei der 55. Schauen wir, was gleich passiert. Gar nichts. Noch nicht. Das ist schon die höchste Fahrstufe. Okay. Also ich will das Licht eigentlich irgendwie gern anlassen, was hier sonst so dunkel ist. Ah, ich glaube, wir werden das nächste Mal einfach einen anderen Shader raufklatschen. Also so Kurven, wo sich die Züge wirklich in die Kurve reinlegen, das sieht halt schon geil aus. Oh, wir werden zu schnell. Sorry. Aber hier geht's, glaube ich, eh bergab. Aber dann ein bisschen bremsen müssen, wenn wir so schnell werden. So. Halt, nein, bitte nicht speichern. Sicher. Was könnte man... VÜ. Kann man das mal bitte jemand in die Kommentare reinschreiben, was mit der 55 hier auf sich hat? Ich meine, so vom Text her dachte ich, das wäre wirklich Überwachung. Oh, die Geschwindigkeit halten wir eigentlich sehr gut. Oh, ist vielleicht eine Handbremse an. Etwas spät, um das zu checken. Aber ja. Ne, mein Name ist gemacht. Ich bin auch nebenbei gerade dran, die Notbahn in der Phase 2 zu testen. Da habe ich auch schon ein paar interessante Szenarien, aber da ist mit der Performance aber dann ganz schlecht. Also da durchsteht also sogar mit der Vulkan Render Engine vom Erwin Hanser nicht bei 20-25 FPS. Es sieht echt nicht gut aus. Das will ich euch nicht unbedingt antun. Ich habe dann auch schon probiert, die Auflösung runterzudrehen, von 4K auf 2K und die Einstellung ein bisschen zurückdreht, wobei, habe ich dann gemerkt, zu weit zurückdrehen ist dann auch doof, weil dann fehlen dann Objekte bei Bahnhöfen.
Aber auch mit 2K habe ich dann auch nur 20, 25 FPS gekriegt. Ich verstehe dann nicht, wie andere Spieler, teilweise ohne den RW-Enhancer, aus TS Classic 60 FPS rauskriegen. Das habe ich noch nie geschafft ohne Mod. Nur mit der Vulkanwender-Mod, mehr nicht. Und deshalb bei einem echt potenten Rechner. Ich meine, aktueller i7-Prozessor, die 4090 als Grafikmonster dahinter und das Spiel schafft es einfach nicht, schnell zu laufen. Ah, ich hoffe wirklich, sie kriegen das hin mit der X12 und tun noch mal ein bisschen mehr optimieren. Vor allem Multithreading ausbauen. Diese runden Blobs von den Signalen sind ein bisschen irritiert. Ich glaube, ich habe da noch irgendwie was verstellt. Bei dem Experiment mit der Autobahn. Schlaumeier hat man natürlich keine Saves gemacht von den Einstellungen. Also wieder rumprobieren. Ah, geil. Kann man da irgendwie mal so eine schöne sexy Aufnahme machen? Irgendwie so. Eine Zuckerlaut. Interessant. Der Scheibenwischer. Ja. Kann nicht wirklich hoch-tief machen. Mensch, der nächste Schweizer. Alles mit so dreckigen Wagen. War nicht so typisch für die SBB. So, Martinszell. Das wird jetzt erstmal alle munter hier. Ich wünsche, ich hätte die Zeit und die Kreativität, um so eine Strecke selbst zu bauen. Ich glaube, ich würde da Jahre brauchen, damit das dann so gut aussieht wie hier. Und dann das größte Problem, was ich hätte, wären die Signale. So ein Expert bin ich dann auch nicht, wo dann welches Signal genau hinkehrt und was für ein Detailabstand. Das müsste echt jemand anders machen. Aber wenn, dann würde ich eine Strecke machen. Da glaube ich, wäre es eine fiktive Strecke mit englischem Touch und mit englischen Bauernhöfe. Und würde ich mal eine Ära aussuchen, irgendwas so, also bautechnisch Ära jetzt, irgendwas zwischen die 60er, 70er Jahre, irgendwie so. Finde ich noch ganz spannend. Da gäbe es dann sicherlich eine Art Hauptstrecke, zweigleisig, teilweise eingleisig. Und verlassene Strecken wird es auf jeden Fall auch mitgeben. Eventuell sogar so, dass du teilweise nur fahren kannst. Und so ansatzweise, dass man sich irgendwie nur vorstellen kann, so war das vielleicht irgendwie. Ich glaube, sowas wird mir am meisten Spaß machen.
Oh. Jetzt habe ich eine Idee für Transport FIFA. Haha, für Chillbau. So eine verlassene Nebenstrecke, das könnte man echt mal bauen. Ich habe das ja mal in der letzten Staffel so ansatzweise gemacht. Also von der kleinen Industrie zu der Abstrecke hin. Das waren, keine Ahnung, echt wären das vielleicht ein Kilometer oder zwei gewesen. Aber mal wirklich so einen längeren Stumpf machen. Das also sieht so ein irgendein Dorf, was man in Transport Fever irgendwie vielleicht nicht so unbedingt anschließen wollen. Und dann auch mit Bahnhof und Schuppen teilweise das schauen, dass das halt irgendwie verlassen ist. Das ist disused. Und entweder macht man die Strecke dann irgendwie unterbrochen oder halt, dass sie noch vollständig irgendwie da ist. Und dann könnte man zum Beispiel sagen, auf einem Teilstück davon ist dann irgendwie Museumsbahn unterwegs. Oder sind mit so einem kleinen Schienenbus unterwegs. Aber nur auf einem kleinen Stück, nicht alles, weil sonst wäre es ja doch irgendwie used. Oh ja, das merke ich mir. Verlassene Streckenbahn. Müsste ich ja schon irgendwie Assets finden dafür. Meine Gebüsche habe ich ja ohne Ende. Diese abgeranzten Gleise gibt es auch. Mit den Gebäuden wäre es ein bisschen schwierig, weil es sind halt alle auf neu natürlich. Aber vielleicht kann man da irgendwie kaschieren, wenn man so Assets irgendwie drüber legt oder sowas. Muss ich mal experimentieren. Schwebebahn wird mich auch reizen, mal zu bauen. Aber leider ist die Schwebebahn, die ist in TS. Ja, genau, TS Classic. Gibt es eigentlich eine Schwebebahn in TS Classic? Jedenfalls, die Schwebebahn in Transport Fever 2, oder es gibt ja, sind ja zwei, glaube ich, schauen A nicht schön aus und B, das ist ungeil mit dem Bau, finde ich. Also, Wuppertaler Schwebebahn-Mod, das wär's. Wenn jemand Modder ist, macht mal die Wuppertaler Schwebebahn in TS Classic. Also ich muss sagen, also rein fahrtechnisch ist jetzt nicht wirklich anspruchsvoll. Der Ludmilla hätte nämlich sehr gut ihre Geschwindigkeit. Hätte jetzt gedacht, da wäre jetzt ein bisschen mehr zu tun. Und nicht mal die PCB nervt. Doch nicht. Kilometer. Also vielleicht demnächst ein paar Minuten. Aber warte mal, du sagst am Bahnsteig 1B anhalten. Okay, naja, von 1B dann zum Absteiger, das Absteiggleis abkoppeln und dann auf Gleis 10. Okay. Oh, ist auch bei mir was gelb. Ja, naja, können wir schon mal bremsen. Runter 45. Wie viel waren es? Ich glaube 5. Nein. 63 Sekunden, bis ich Zeit habe. 3. Oh, ich glaube, für uns ist rot. Ah, musst du jetzt da in der Kurve drin stehen, aber ich glaube. Ja, unser Signal ist rot. Ja.
Da vorne ist auch schon der Magnet. Herz genommen. Ich muss eigentlich eins von den Gleisen vermutieren. Wow! Und jetzt. Danke, Kollege. Dankeschön. Ja, wir können schon mal ein bisschen schneller fahren hier. Ja, etwas zu viel. Einmal auf die linke Seite. Wo soll man denn dann hin? Hier rein dann? Oder darf das? Ich vermute mal, es ist das Gleis hier, nachdem hier schon andere Tanga rumstehen. Ein bisschen runter. War noch was Kleines da links. Hätte mir jetzt eigentlich nicht 500 Hertz schmeißen sollen. Okay. Irritiert. Ups, die Bremse wollte ich gar nicht. Okay. So, dann gehen wir mal nach hinten. Und, oh, wir dürfen schon nach hinten. Wollen wir mal gucken, müssen wir da Weichen stellen oder sowas? Stop at Absteckgleis 15. Das ist genau das Gleis, wo ich mal dachte, dass es sein wird. Und alles Freifahrt nach hinten. Okay. Einmal PCB aus. Und nach hinten. Ja, vielleicht mal kurz pfeifen. Wir könnten eigentlich einen auf den hier machen. Ja, gehen wir hier nach hinten.
Sie rutscht wieder. Hört sich bestimmt gut an, wenn man direkt daneben steht am Bahnsteig. Okay, ich denke mal, ab hier können wir rollen lassen. Okay, hier geht's als nächstes Absteiggleis. Dann fahren wir so weit nach hinten, wie es nur geht. Bremsen haben sie geil umgesetzt. Das gefällt mir. Okay, die Lok wäre jetzt auch quasi auf diesem Abstellgleis. Ah, ein bisschen geht noch. Ich würde sagen, das passt so, oder? Wunderbar. Was macht die Lok vorne? Ja, einwandfrei. Sehr gut. Müssen wir jetzt nur noch. Achso. Na gut, ein. Bremsen sind an. So, einmal abkoppeln. So. Wo ist jetzt Kempten, Allgäu, Gleis 10? Showtask. Da steht jetzt aber jemand drin. Soll das? Hä? Was? Naja, das Rangiersignal ist ja auch dicht. Ich glaube, wir müssen jetzt echt warten, bis der da draußen ist. Also, noch nicht ganz gelöst. Mensch, du brauchst aber lange. So, der Plan ist, dass wir davon anhalten werden. Und dann schauen wir mal, was da auf unserem Gleis so steht. Ach, jetzt ist es aufgegangen. Ah, ich sehe es gerade. Die Haltemarkierung ist auch vorne. Sag mal, habe ich das voll verpasst, dass da was reingefahren ist? Da stand doch vorher nichts drin. Wo sind denn die herkommen? Okay.
Oder habe ich die am Anfang einfach nur übersehen? Ich glaube, das ist so ein Bravour-Moment, wo ich die einfach übersehen habe. Weil ich da das Ende da irgendwie ins Ufer wahrgenommen? Okay. Na egal. Wir sind erstmal hier drin. Ich glaube, ich habe das später im Footage an, aber ich glaube, ich habe das übersehen, dass das da hier hinten Wagen sind. Da Lichter können wir auch ausmachen. Sehr gut. Ja, ich hoffe, die kleine Fahrt hat euch gefallen. War jetzt sehr lang. Und es ist tatsächlich mal nichts passiert. Bin stolz auf mich. Nicht mal eine Zwangsbremsung. Und mal schauen, was wir im nächsten Abenteuer machen. Bis dann. Bleibt gesund. Gute Fahrt. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.